1970 war die Anzahl der Verkehrstoten in Deutschland auf nahezu 20.000 gestiegen. Vor diesem Hintergrund wurde der erste Rettungshubschrauber in München in Dienst gestellt, unter Federführung des ADAC. Das Konzept: Der speziell ausgestattete Hubschrauber bringt den Notarzt und den Sanitäter schnellstmöglich zum Notfallpatienten. Nach dem Vorbild des Christoph I werden drei Rettungshubschrauberstationen in Köln, Frankfurt und Hannover als Modellversuch eingerichtet. Doch wie fing alles an mit den Rettungshubschraubern? Ein international geschätzter Experte zu allen fliegerischen Fragen der Luftrettung, des neuen europäischen Luftrechts und selbst Christoph Pilot der ersten Stunde ist der Leiter der Bundespolizeifliegergruppe Gunter Karloff. Der Anfang der Luftrettung in Deutschland ist untrennbar mit dem Namen Christoph I verbunden, dem ersten Rettungshubschrauber, der in München im November 1970 seinen Betrieb aufnahm. Der Name Christoph kommt von Christophorus, dem Schutzpatron der Fahrenden und Reisenden. Und die ADAC-Luftrettung hat das Verdienst, diesen ersten Hubschrauber in einem Großversuch in Dienst gestellt zu haben, mit Unterstützung des Bundes, des Freistaates Bayern, der Allianzversicherung. Und das Bemerkenswerte ist, der Hubschrauber ist speziell für die Luftrettung ausgestattet und nicht mehr der Patient wird so schnell als möglich ins Krankenhaus transportiert, sondern das therapiefreie Intervall wird verkürzt dadurch, dass der Notarzt den Patienten am Notfallort versorgt.